Willkommen bei Liberty Minecraft. Ich bin's wieder, Datsne. So, heute möchte ich euch nun den Ticket-Server auf Linux 6.0 Debian zeigen. So, erstmal brauchen wir ja die Datei. Die Datei sozusagen des Ticket-Servers. Da gehen wir ganz einfach auf Ticket www.technikpack.net. Funktioniert ganz einfach. Ihr müsst hier einfach nur auf Download Ticket Server. Das obere ist eure eigene Launch-Datei zum Starten. Wir downloaden uns hier die Server-Datei. Befindet sich jetzt also eine RAR-Datei, wie ihr hier auf meinem Desktop seht. Diese RAR-Datei könnt ihr öffnen und seht einmal die Dateien, die sich für den Server befinden. Dateien also uploadet ihr einfach in eurem Root per SSH-Verbindung. Habe ich hier schon getan. Server ist auch schon einmal gestartet, das ist nicht das Problem, ist kein Unterschied. Später könnt ihr dann ganz normal die Server-Properties, wie ihr es kennt, editieren, bearbeiten. Alles kein Problem. Natürlich brauchen wir erstmal ganz wesentliche Dinge haben. Per PuTTY haben wir uns mit dem Root verbunden und jetzt installieren wir erstmal ein paar wichtige Dinge. Als erstes schauen wir mal nach, ob denn das Linux-System komplett geupdatet ist. Danach gehen wir das Ganze einmal nach und schauen mal nach, ob irgendwas sozusagen ein Upgrade gibt, ob es irgendwas von den Updates dann wirklich endgültig geupgradet werden muss. Ist auch nicht. Danach installieren wir uns Screen ist in meinem Fall schon installiert. Screen ist ein Programm der Nutzung von dauerhaft laufenden Prozessen. Das brauchen wir ja, um unseren Server durchgehend zu laufen. Sonst hat man ja nicht umsonst einen Root-Server. Nachträglich brauchen wir jetzt noch Java. Das ist einmal der Java-Befehl. Das schreibt ihr einfach rein. Ich werde diese sozusagen Befehle auch nochmal in die Videobeschreibung posten, damit ihr genau wisst, was ihr dann für Befehle eingibt. Wir senden das hier ganz einfach ab, dann auch in unserem Root-Server. Bei mir zeigt er genauso, ist es jetzt installiert. Ich habe ja schon sozusagen das alles schon getroffen, da hätte es bei mir auf meinem Root schon länger halt Server laufen. Wir können hier mit dem ganz simplen Clear-Befehl sozusagen die Konsole einmal aufräumen. Wie ihr in der Nebenzeit, was ihr dann schon getan habt, was ich bei mir schon gemacht habe, was ihr aber, denke ich, bei euch in Neben gleich macht, ladet ihr natürlich die Dateien hier hoch. Danach gehen wir erstmal in den Root, in das Verzeichnis. So, wir können hier dann ganz einfach in unser Verzeichnis gehen. Befinden uns jetzt drin, können ausgeben, was alles drin ist. Und können jetzt ganz einfach mit dem Launch SH-Befehl. Die Datei befindet sich hier. Wir haben ja hier natürlich einmal die BAT-Datei. Die BAT-Datei ist rein zum Benutzen, wenn man den Server jetzt runterlädt und auf dem Server öffnen, auf dem Rechner öffnen möchte. Die SH ist ein Skript zu sagen, wenn wir den hier öffnen, wird der Linux-Server erkennt, okay, das ist die Datei. Ich muss die Tag-Jar ausführen. Das ist dann einmal im Fall die Datei hier. Die muss er starten. Der Server pendelt sich zwischen 3 und 2 GB. Man kann auch 1 und 1 hinschreiben oder 2 und 1. Die Standardeinstellungen sind halt zwischen 3 und 2 GB läuft der Ticket-Server. Können hier ganz einfach den Server einmal starten. Der Server wird nun gestartet, fährt hoch, komplett. Ganzen Mods, er lädt sehr viel. Ticket ist ein reines Spiel, das rein Minecraft mit sehr vielen Mods. Läuft zwischen 41 und 42 Mods. Kann man auch natürlich noch prinzipiell mehr steigern. So, wir haben jetzt den Server schon installiert. Wir könnten jetzt drauf gehen. Würden wir jetzt natürlich
Wie in dem Bucket-Tutorial ich auch schon erwähnt hatte, hier die Konsole schließen, wäre der Server aus. Das wollen wir ja nicht. Daher beenden wir im gleichen Fall hier auch einmal stoppen den Server und führen ein, würden jetzt können zwei Sachen hier machen. Entweder wir gehen über den Screen, drücken einmal Enter und nochmal Enter, sind hier drinnen und würden auch jetzt hier das gleiche schreiben, was wir davor geschrieben haben. Aber hier sind wir jetzt im Screen. Man sieht gleich, es ist keine Farbe mehr. Wir haben den gleichen Debian, sind in einem Verzeichnis und können jetzt hier als Screen ausführen. Das wäre dann auch die Datei. Jetzt habe ich gerade verschrieben. SH natürlich. Server würde gestartet werden. Ist komplett hochgefahren. Können jetzt per SDRG, AD, alle gleichzeitig gedrückt, verlassen jetzt den laufenden Prozess. Über Screen-R können wir alle laufenden Serverprozesse angucken. Hier laufen natürlich bei mir mehrere, sind ja auch Server gerade aktiv. Wir haben hier einmal den Server wurde mir ja gesendet, wo ich aus dem Screen rausgegangen bin. Das ist unser momentaner Screen. Da läuft das jetzt. Wir können hier einfach wieder reingehen und sehen den Server. Jetzt ist er am Laufen. Wir können ihn hier ganz normal stoppen, wie wir es kennen. Und können per Exit den Stream sozusagen beenden. Es gibt noch einen einfachen Befehl, um einen Server jetzt zu starten ohne Screen und dann nochmal den Befehl anzugeben. Machen wir einfach Screen-S und schreiben dann hier das, was ausgeführt werden soll, rein. Server wird ausgeführt. Das gleiche wie da auch ist, bloß ich muss mir keinen großen Aufwand machen. Ich schreibe einfach Screen-S und schreibe das hin. Wie jedem selber überlassen, ist kein Unterschied. Hier das gleiche wie der STRG-AD aus dem laufenden Screen raus. Wir gehen hier jetzt wieder rein und können hier drinnen jetzt ganz normal hier schreiben, irgendwelche Help-Befehle mehr aussenden lassen, drüber schreiben über die Konsole, wie ich gerade gemacht habe, Befehle ausführen, GIF oder sowas, wird mir alles sogar farbig angezeigt. So, wir können jetzt hier den Server, den stoppen wir jetzt ganz einfach wieder und wird gleich beendet. Das ist der kleine Unterschied, wenn man hier den Screen gleich beendet, also die laufende Anwendung, die läuft, beendet, sozusagen, oder stoppt, beendet der Screen sich gleich selber. Beim Screen erstellen, der Screen bleibt so lange auf, bis man den wirklich Screen, den Endscreen mit Exit beendet. Ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen, hilft euch weiter bei Fragen, irgendwelchen Problemen bezüglich, dass euer Ticketserver nicht anläuft oder sowas. Schreibt es in die Kommentare oder schreibt mir eine Nachricht. Ich werde euch auf jeden Fall darauf helfen. Also darum helfen, dass es funktioniert. Diesbezüglich war es das. Hoffe, hat euch gefallen. Abonniert mich und bis später. Tschüss.